Gerade war ich dabei, mich zu erinnern. Es tut mir leid. An mehr konnte ich mich leider nicht erinnern. Zumindest hast du gelernt, wie du die Schrauben aufbekommst. Stimmt. Danke, Harvey. Was würde ich bloß ohne dich machen? Vielleicht kann ich den Ventilator hiermit aus der Fassung hebeln. Und... Hep! Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcell? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur Ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcell vertuscht etwas. Sobald wir hier raus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Die Freiheit von unbarmherzigen Lamellen eines weiteren Gitters zerschnitten. Vielleicht kannst du dieses Gitter durchnagen. Leider nein. Meine Zähne sind aus Frottee. Dr. Marcell und Hulgor sind gegangen. Dr. Marcell und Hulgor sind gegangen. Na dann, auf ein neues. Langsam werde ich richtig gut darin. Ein Kamin. Quell der Häuslichkeit und Wärme. Ein altes Foto mit einem spielenden Jungen darauf. Ich glaube, den kenne ich irgendwoher. Lexikon, das. Lexikons, Plural, Lexika, auch Lexiken. Alphabetisch geordnetes allgemeines Nachschlagewerk. Siehe auch Wörterbuch. Ein lernender Junge und... Bin das etwa ich? Komisch, ich bin nur zur Hälfte drauf. Es zeigt einen Jungen, der lächelt. Ich kenne ihn nicht, aber er beginnt mich zu nerven. Ein gerahmter Zeitungsartikel über dem Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Was ist denn das? Das ist doch mein Vater auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge!
Was hältst du davon, Harvey? Ich erinnere mich an diesen hässlichen Jungen. Reicht es für eine Rückblende? An diesen dämlichen Alfred will ich mich gar nicht erinnern. Was hältst du davon, Harvey? Ich erinnere mich an... Reicht... An die... Was hältst du davon? Schlag mal unter Gaby... nach. Ein Meisterstück. Sieh mal, Harvey, ein Poloschläger. Der soll uns als Schwert dienen. Ein Poloschläger. Eine finnische Hartholzschublade mit Blattgoldintarsien. Wo siehst du denn sowas? Das ist nur schnöde Buche. Psst, gerade war der Spieler beeindruckt. Zu, das macht mich rasend. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Erinnert dich die Unterschrift an etwas, Harvey? Ich erinnere mich vage. Ich glaube, du hast dir damals selbst beigebracht, Unterschriften nachzuahmen. Ich konnte Unterschriften fälschen? Cool! Lass uns in die Vergangenheit tempomorphen. Edna... Ich will diese Unterschrift haben. Edna? Dann kann ich für Dr. Marcel Medikamente aus dem Internet bestellen. Edna! Und in seinem Namen Knebelverträge mit Plattenfirmen unterschreiben. Edna! Wir können nicht in die Vergangenheit tempomorphen. Was? Aber du hast gesagt, wenn du was siehst, das dich erinnert? Ja, schon. Aber das hier ist nicht gerade dein altes Poesiealbum. Ich brauche diesmal etwas, das mich in die Situation zurückversetzt, in der du die Fähigkeit gelernt hast. Ich soll also die Nadel im Heuhaufen finden. Es hat etwas mit Lernen zu tun. Wenn du ein Relikt aus deiner Vergangenheit findest, etwas, das mit deinem Schulunterricht zu tun hatte, dann kann ich uns bestimmt wieder ins Damals bringen. Du meinst Tempomorphen? Ja, Tempomorphen. Nein, da ist kein geheimer Tresor dahinter. Ich hätte auch gerne so eine markante Unterschrift. Warte mal, da war doch was. Was war da? Was? Also, an alles kann ich mich auch nicht erinnern. Ein Pokal für Buchstabieren und einer für Tontauben basteln. Guck mal, Harvey, der Doktor hat ganz schön viele Pokale. Die hat er sich wahrscheinlich selbst gebastelt. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Was hältst du von diesem Schrank, Harvey? Ich mag keine Schränke. Der Weg zur Freiheit ist deutlich in Sicht. Guck mal, Harvey. Die Freiheit. Yippie! Wir sind nur Zentimeter davon entfernt. Der Thron von Dr. Marcel. Guck mal, Harvey. Dr. Marcels Stuhl. Irgendwie bedrohlich. Als würde ein Schatten von ihm immer noch da sitzen. Igitt, Harvey! Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcels Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Sieh nur, Harvey! Dr. Marcels Schreibtisch. Lass uns auf die Schreibfläche pupsen.
stromlinienförmiger Stift. Huch! Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Dieser Minigolf-Typ hat mich freigelassen. Stiesel? Er wird immer unzuverlässiger. Dr. Marcel wird toben, wenn er aus der Stadt zurückkommt. Sei's drum, du kommst jetzt mit. Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Willst du nicht wissen, wie ich wirklich entkommen bin? Na, schieß los. Ich musste auf die Toilette und hab mich verlaufen. Ja, genau. Komm rüber und ich zeig dir den Weg. Den Weg zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Ha! Niemals! Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Wir werden sehen. Das ist ein Schrank. Ach nein, warte. Es ist Hulgur, der Assistent von Dr. Marcel. Wenn du nicht sofort von der Tür weggehst, hetze ich meinen Kampfhasen auf dich. Fass, Harvey, fass! Was meinst du, Harvey? Hängen wir ihn über unseren Kamin? Oh ja, oh ja, oh ja! Ich besorg die Sägespäne und du holst den Löffel. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ich weiß, der Schrank.